Gute Nacht. Gute Nacht. Ich war wieder schneller als ich wollte. Herzlich willkommen zu eurer Tages. Nein, haha, das ist die Nachtbotschaft. Tut mir leid, die Tagesbotschaft lege ich danach. Ich habe immer so ein Gefühl, immer erst die Du und dein Gegenüberlegung zu legen und die Tagesbotschaft lege ich dann zwischendurch. So, ihr Lieben, wenn ihr ein Problem habt mit eurem Gegenüber, mit einem Partner, Liebe, Freundschaft plus Freundschaft, Familie, Kollegen, dann münzt euch ein paar Texte um, die ich hier sage, weil ich sehr oft immer zu 80% von Liebe rede, weil auch das ist, was euch am meisten quält, ja? Liebe ist ein Zustand, ein Gefühl, eine Emotion und da tut es oftmals weh. Erstmal eingongen, zur Ruhe kommen und wir starten. Auch hier sage ich, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt am besten nur durch eure Impulse. Lasst euch hier weiterleiten und wir gehen rein bei deinem Gegenüber. Ich habe das Gefühl, ich fange heute bei deinem Gegenüber an. Was denkt man? Was würde man dir gerne mitteilen? Es sind ja Leitfäden in den Karten drin, weil ihr mich nicht fragen könnt. Privatlegungen mache ich, aber das sind eben die allgemeine Botschaft für sehr, sehr viele Menschen, wie ihr gerade das Video angeklickt habt. Und vielen hilft das auch. Trauen wir uns? Ich leg dich gleich hinterher. Und die Sachen, die auf den Karten stehen, sind nicht ausgedachte, die unmöglich wären, sondern das sind Prozesse, die wirklich Menschen auf unserem Erdball hier gerade durchmachen, wenn es nicht sogar woanders auch noch welche gibt, ja? So, hier sagt dein Gegenüber, man hat sich selbst verloren. Kommt mir schlagartig Kurzschluss, ja? Kurzschlussreaktion, eine Trennung. Ich glaube, das ist heute bestimmt für Menschen, die nicht wissen, warum jemand weg ist, wo ich immer so manchmal verzweifle, ja? Wo ich kann es einfach nicht nachempfinden, weil ich immer der Meinung bin, irgendwas muss sich doch entwickelt haben oder man hat es überhört, übersehen. Oder gibt es wirklich Menschen, die einfach von heute auf morgen verschwunden sind? Anscheinend schon, ja. Weil der erste Impuls, wenn man sich verliert, könnt ihr auch mal die Karte reinzeigen, dann funktioniert mit einem selbst schon alles nicht mehr. Da kannst du der tollste, beste Mensch sein und stehst hier und denkst dir, was habe ich denn getan, ja? Das ist jetzt mein Dank oder wofür haben wir zusammen gearbeitet? Hier hat sich jemand verloren, hier fühlt sich jemand verloren. Und das schon bevor ihr zusammengekommen seid, ja? Das heißt, dieserjenige hat das vielleicht gar nicht kommen sehen, war vielleicht in eurer Verbindung total offen, aufgeschlossen. Genau das, was ihr gesucht habt, war in einer Ergänzung zwischen euch. Nur irgendwann ist wahrscheinlich das Ding, was man nicht wahrhaben wollte, vom Unterbewusstsein nach oben gekommen. Man kann es wahrscheinlich mit dem Bewusstsein überhaupt nicht verarbeiten oder versteht das selbst auch nicht. Aber hier hat sich jemand komplett verloren und meistens sind das so eine Menschen, die wahrscheinlich von heute auf morgen weg sind oder irgendwas Blödes machen und ihr denkt euch so, was passiert gerade in deinem Schädel, ja? Was ist passiert? Bei dir, I wish for a different result. Also du wünschtest dir ein anderes Ergebnis, ja? Oder eine andere Ausgangssituation, eine andere Erfahrung, wie auch immer, münzt ihr das um mit diesen Menschen. Und du sagst Folgendes noch hinterher: I can't seem to forget about you. Also, dich bedrücken hier sehr viele Sachen. Du kannst scheinbar das Ganze, ich weiß nicht, ob es unbedingt dieser Mensch ist, natürlich auch, ja, weil sonst würdet ihr hier nicht reinschalten, aber du verstehst hier die Situation nicht und deswegen kannst du es nicht einfach vergessen. Ja, für dich gibt es hier einen ungeklärten Fall. Das ist wie Akte XY ungelöst. Ich glaube, das hieß so mal. Du kannst damit nicht abschließen, solange du hier keine Erklärung für dich hast. Ja, und das kommt wahrscheinlich immer wieder hoch, solange du das nicht gelöst bekommst. Diese Ungewissheit, glaube ich, macht dich hier total Banane. Ja, dieses kommt da noch jemand wieder oder war es jetzt das? Was fehlt, ja? Dir hat dieser Mensch das fehlende Puzzlestück entnommen. Du kannst dein Puzzle nicht mehr komplett fertig stellen. Du kriegst das Bild nicht zusammen. Vielleicht fehlen auch mehrere Teile bei dir. Und das ist heute, ja? Diese Kurzschlussreaktion, diese Handlung, gib mir mein Puzzleteil, damit ich hier in die Heilung komme, ja? Das ist so deine Bitte.
du hättest gerne ein anderes Ergebnis, aber du kannst nur abschließen, wenn du hier irgendwas erfährst, warum diese Situation jetzt dazu so gekommen ist. I lost myself before. Ich werde mal heute für dein Gegenüber auch eine Engelbotschaft rausfliegen lassen. Die war schon. Wir haben hier, erschaffe deine Wirklichkeit. Man hat hier wirklich Probleme, die Realität anzunehmen, zu erkennen. Man weiß nicht, wo man ist, ja? Ich sag's dir so. Es könnte wirklich ein Mensch sein, der Pharmazeutika-Süchte, Suchtprobleme oder eben auch psychisch sehr stark Abhängigkeiten hier aufweist. In einer Art verloren sein, nicht mehr klar denken zu können. Hier muss sich jemand wirklich die Wirklichkeit erschaffen. Und da ist man jetzt noch aktuell nicht drin. Vielleicht macht man hier Sachen, die auch für dein Gegenüber überhaupt nicht gut sind, auch wenn man sich dafür entschieden hat, ja. Zu schnell einen anderen genommen, zu schnell Interesse, Aufmerksamkeit. Irgendwas wollte man hier vergessen. Man hat sich hier komplett verloren. Hier hat irgendwas oder hier ist irgendwas eingeschlagen, was man schon vor dir mitgetragen hat, wie so oft, ja. Das wird dann immer nur hochgeschaukelt. Was hast du? Du wünschtest, es wäre ein anderes Ergebnis und du kannst es deswegen nicht ruhen lassen, nicht vergessen. Kommst dir selbst vergessen vor wahrscheinlich. I can't seem to forget about you. Und du kommst du eben aus diesem Grund selbstvergessen vor, ja? Uiuiui. Ui, ui. Die wollen heute auch nichts rausschmeißen. Was ist hier los? Da ist sie. Mit aller Entschlossenheit solltest du wahrscheinlich über deinen Schatten springen und das Puzzleteil dir selbst bauen. Wenn du dieses Puzzleteil nicht von deinem Gegenüber bekommst, hört sich jetzt ein bisschen schräg an, dann rekonstruiere es für dich selbst nach. Es wird nicht dasselbe Puzzleteil sein, was du hier von deinem Gegenüber gerne erwarten würdest, damit du abschließen kannst mit deinem Bild. Aber du kannst es annähernd so vervollständigen, dass du den Rahmen hast, ja? Die Grundbedingungen, den Rahmen, die Rahmenbedingungen, die hast du definitiv, wenn du sehr viel nachdenkst über eure Verbindung, Beziehung. Wo waren die Schlüsselmomente, mit denen du selber nicht klargekommen bist? Mit aller Entschlossenheit ist jetzt hier wirklich so ein bisschen Vorwärtsgang von dir aus sinnvoll, damit du hier rauskommst und nicht in deinem leeren Puzzlebild hier drin hängen bleibst, ja? So, schön, Kassenbon habe ich hier auch. Heute nehme ich mal das normale. Gucken wir mal. Oh! Ich werde auch immer besser. So, was ist denn hier die Ursache? Ihr liegt drin als Verbindung. Ihr liegt drin als Verbindung. I lost myself before. Es geht hier um die Selbstliebe. Sich selbst finden, sich selbst suchen. Hier hat man sich verloren. Hier ist man vielleicht auch sehr enttäuscht von sich selbst. Hast du schon mal da lang gedacht? Es hat gar nicht so unbedingt was mit dir zu tun. Hier ist man wahrscheinlich sehr enttäuscht von sich selbst, weil man hier keine Wirklichkeit, keine klaren Gedanken findet. Irgendwas scheint hier immer wieder reinzudrücken. Das könnten Themen aus der Vergangenheit sein, die deinem Gegenüber hier selber beunruhigen und schon lange begleiten. Ja, immer mal wieder so eine Stoßwelle kommt, wo man sehr unzufrieden ist. Vielleicht kam die Stoßwelle genau, als ihr aufeinander getroffen wart, ziemlich kurz danach sichtbar. Trotzdem hast du dein Gegenüber wahrscheinlich auch betten können, ebnen können, eine Sicherheit geben können. Du machst das mit, launenbedingt. Ja, du kennst hier, ich habe das Gefühl, hier liegt ein Mensch, der nicht erst später sein wahres Gesicht gezeigt hat, sondern schon ziemlich früh. Was du vielleicht noch gar nicht so deuten konntest, weil du diesen Menschen einfach angenommen hast, wie er ist. Aber hier drückte seit langem irgendwas durch, ja? Und dieser Mensch weiß im Grunde genommen nicht, wie man sich beschreiben könnte, wenn man ihn fragen würde, ja? Es geht hier um eine Art Selbstliebe. Was heißt um eine Art? Hier geht es um diese Verbindung zu sich selbst und auch zu dir. Kann ich mich selbst lieben, ja? Hier hat jemand irgendwas gemacht.
Hier kommt die Kurzschlussreaktion, ja, mit 8 der Stäbe, diese Powerkarte, dieses Kraftvolle. Ich bleibe dabei, auch weil ich so schon tendenziell im Gefühl hatte. Hier kam schlagartig etwas. Hier war die Trennung für dich wahrscheinlich nicht vorhersehbar, ja? Oder so einschleichend, dass du dich drauf einstellen konntest. Du hättest Grenzen, Jahre wahrscheinlich noch mitgemacht. Sei dir aber da immer bewusst, diese Kurzschlussreaktion oder das Abrupte ist nicht nur eine Bestimmung, die dein Gegenüber hier vollzogen hat, sondern das hat auch etwas Gutes für dich, ja? Irgendetwas muss es ja für dich sein. Auch wenn du dein Ergebnis vielleicht ganz anders gerne gehabt hättest, aber irgendwas muss ja hier in der Wichtigkeit liegen. Wir gehen mal jetzt in den Kopf. Also hier ist jemand wirklich abgehauen durch eine Kurzschlussreaktion. Ritter der Stäbe, man hat wieder gesucht, um abzulenken von sich selbst. Das ist ja immer dieses Gefühl, wo ist es schöner, wo bin ich abgelenkt, ja? Wo werde ich abgelenkt? König der Münzen, auf jeden Fall in der Arbeit, auf der Arbeit. Man hat irgendwas zu tun gehabt. Abgelenkt war man mit Ritter der Stäbe im Machen, im Tun, im Sein generell. Arbeitsbedingt oder auch sehr viel Unternehmung mit anderen Leuten. Hier hat man sich etwas gesucht, wo man komplett machen musste, wo man abgelenkt wurde. Auch sehr produktiv kann das sein für dein Gegenüber. Und man hat gehofft, dass man hier rauskommt. Ja, man hat gehofft, durch diese Arbeit könnte man die Kurzschlussreaktion unterbinden. Wahrscheinlich kam hier öfter mal Impulse. Wir haben hier eine Wassermann-Energie drin. Hier kam wahrscheinlich öfter mal Impulse, dass dein Gegenüber mehrfach schon dorthin gezogen wurde. Es tut etwas weh, ich muss raus, ist aber wahrscheinlich aus Liebe bei dir oder zur Verbindung bei dir geblieben, ja? Und du konntest das ja natürlich nicht sehen, du fühlst sowas eventuell nicht, ja? Es waren keine Anzeichen großartig da, aber dein Gegenüber hat hier durch das Machen und auch durch das Wegflitzen oftmals eigentlich nur die Flucht gesucht, um die Verbindung mit dir aufrechtzuerhalten, um das Ablenken, um das Machen, ja, produktiv sein. Man wollte nicht von dir weg, man hat gehofft und man hat daran auch geglaubt, ja, dass man das schafft. Der ganze Prozess war ungerecht, war auch ist aus dem Not, ja. Hier hat man wahrscheinlich auch übertrieben. Hier hat man nicht gemerkt, dass man wahrscheinlich nur noch irgendwo unterwegs war und weg war. Hier hat man wahrscheinlich durch die Gerechtigkeit, die Waage-Energie auch nicht gemerkt, dass man dich total vergisst. Man hat sich in diesem Ablenken, dieser voranschleichende Kurzschlussprozess, ja, oder die Kurzschlussreaktion, die wahrscheinlich hochgekommen ist bei deinem Gegenüber, hat man probiert, wirklich zu halten und entgegen oder gegenzukämpfen durch diesen Stern, ja, das Glauben. Aber hier kam wirklich so, das konnte man nicht mehr halten wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich so sein, ja. Man konnte dieses Gegengewicht nicht mehr halten. Man hat hier Probleme gehabt, das Ganze zu justieren mit dir, überhaupt noch irgendeine Wirklichkeit zu erschaffen. Man hat sich hier irgendwo verloren, ja. Man hat sich an diesen Weg gewöhnt. Wenn es geschmerzt hat, wollte man vielleicht auch dich nicht belasten, wollte stark bleiben, stark sein, hat vielleicht auch nicht gewusst, wo kommt das her, ja. Dieses innere Gefühl von, ich fühle mich total verloren, eigentlich ist doch alles schön, aber da kam irgendwas aus deinem Gegenüber raus. Klingt ja auch schön. Ja, hier drückt es wieder. Ja, die Kindheit ist wieder da. Dein Gegenüber hat hier mit weiblichen Energien generell Probleme. Hat sich vielleicht darüber hinaus immer härter gemacht oder stärker gemacht, als man war. Das heißt, die Weiche hat bei deinem Gegenüber hier komplett gefehlt. Man war sehr streng zu sich selber. Hat vielleicht deswegen auch eine Strenge zu dir rüber transportiert, eine gewisse Art Kälte von männlichen Energien. Männliche Energien, wenn man die zu viel hat, ist ja immer so durch den Tunnel, ja, durchmachen, stark sein, emotional so ein bisschen runterfahren. Und das könnte natürlich auch das Mutterproblem darstellen, was auch gleichzeitig du in einer sehr schönen emotionalen Verbindung hier reingebracht hast, ja. Aber das ist das Hauptproblem, was hier wieder reingrätscht. Dieser Mensch fühlte sich eventuell bevormundet von dir. Ich sag's vorsichtig, auch wenn du das nicht gemacht hast oder wolltest.
du kannst ja nicht wissen, 1:1, wie verlief die Beziehung. Ja, vielleicht durch Erzählung, aber die Wahrnehmung aus Kindheitstagen ist doch wahrscheinlich noch mal eine ganz, ganz andere, als wenn man dir das als erwachsener Mensch erzählt. Und hier sind einfach so Komponenten zu sehen, die man an dir geschätzt, geliebt, gebraucht hat. Man merkt einfach aber auch, dein Gegenüber hat sich nicht mehr auf weiche Sachen einstellen können. Ja? Hat schlagartig abgewehrt, abrupte Sachen, dieses Gefühl von, ich bin verloren, sehnte sich wahrscheinlich nach sehr viel Emotion, war wahrscheinlich auch beglückt darüber, wenn man sensibel mit jemandem umgegangen ist. Aber diese sensible Art ist wahrscheinlich zu einer Schwachstelle deines Gegenübers geworden, ja. Das kenne ich so nicht. Man hat hier Emotion und Sensibilität oder Sensibilität von dir total verwechselt mit einer Art Schwäche, ja. Jetzt soll ich hier irgendwo wieder arbeiten. Jetzt kommt wieder das Gefühl hoch, ich bin nicht gut genug. I lost myself before. Also erschaffe deine Wirklichkeit, scheint hier wirklich eine Sache zu sein bei deinem Gegenüber, dass man eine Wahrnehmungsstörung hat, ja. Ich sag's mal so vorsichtig, eine Wahrnehmungsstörung. Es ist gar nicht so, wie dein Gegenüber denkt, dass es durch eure Beziehung kam, sondern erschaffe deine Wirklichkeit, ist dieses, du kannst nicht immer wegrennen, ja. Hier scheint jemand sich wirklich versucht haben abzulenken und immer wieder weggegangen oder war auch erstmal für eine Zeit lang irgendwo, um zu kurieren, um zu gesunden, hat sich eine Pause genommen, brauchte eine Pause, wie auch immer. Und das, ja, führte zur Schwäche, was ja keine Schwäche ist. Wir gehen mal weiter rein in den Kopf deines Gegenübers. Tja, das war's, ja. Können wir schon sein lassen. Das war's letzten Endes als Bestätigung. Das Gefühl, was, glaube ich, sehr, sehr nützlich ist und war für dein Gegenüber, hat ja alles gebrochen, ja. Du hast deinem Gegenüber durch dein liebevolles Gefühl oder durch deine lieb gemeinten Worte, durch deine Energie, den Menschen zu tragen oder auch zu zeigen, hey, ich bin an deiner Seite, egal was kommt, ja, ich bleibe bei dir, hat dein Gegenüber hier mit dieser erschaffe deine Wirklichkeit ein Wahrnehmungsempfinden, was total verschoben wurde. Ich bin schwach, heißt das, ja? Ich habe hier irgendwas, ich kann es mir nicht erklären. Ich versuche, mich abzulenken. Ich versuche, mich nicht mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen, weil dieses Gefühl hebt Schwäche vor, ja? Hebt diese sensible Seite Schwäche vor. Und hier kam der Einsturz, das Zusammenkrachen. Vielleicht ist auch die Seele zusammengestürzt, ja? Ein Seelenbruch, ein Seelenanteil, verschiedene Partition, sagt man das so, auf einer Festplatte, wenn du gewisse Partitionen hast, die du einteilen kannst, Festplatte A, B, C, D, dann hast du nur noch ein paar Prozente dort, ein paar Prozente dort, die es war keine 100% mehr, keine Einheit, ja. Man hat sich hier immer mehr versucht, aus diesem Kreis der Schwäche, der Liebe sogar und des Feingefühls zu entziehen. Dafür muss ich aber sagen, warst du da, ja? Du hast bei deinem Gegenüber irgendwas gesehen, was du bewundert hast, wahrscheinlich Stärke, Härte oder diese Offenheit oder das Unbeängstigte, ja? Dieser Mensch hat einen Anschein gemacht, einfach zu machen, egal, ob es anderen gefällt oder nicht. Aber in dieser Tücke liegt hier das, was dein Gegenüber von dir brauchte, ja? Und hätte man das nicht gebraucht, dann wäre man, glaube ich, damit locker umgehen oder hausieren gegangen, ja, und hätte sich irgendwo anders Aufmerksamkeit gesucht, wäre aber nicht einfach so verschwunden. Das hätte man noch ausgehalten. Hier wurde einem richtig gezeigt, bewusst oder unbewusst momentan, du bringst genau das Gefühl rein, was ich in meiner Welt vermisst habe, was mir wehtut, ja. Wir gehen mal bei dir im Kopf rein. Du wünschtest dir ja dieses andere Ergebnis. Du willst dein Puzzleteil zurück. Und für dich mit aller Entschlossenheit, es scheint so, als ob ich dich nicht vergessen kann. Du bist hier drin. Du könntest mit der Legung weiter vorwärts kommen, dein Puzzleteil zu erschaffen, indem du sagst, ja, so eine Vorahnung hattest du schon. Und es ist auch unmöglich, dass es alles bei dir
auf deiner Seite liegt, deine Schuld, ja? Fängt jetzt schon wieder an. Ich war so froh, dass ich Monate befreit war von meiner Stimme. Du bist hier wirklich drin und guckst. Eigentlich muss ich dir sagen, wenn du dir selbst vertraust, kennst du die Antwort. Wenn du dir nicht zu Schulden kommen lassen hast und der Meinung bist, du hast hier nichts Böses getan, hattest keine bösen Absichten, an was soll es denn sonst liegen, ja? Dann versuche nicht, dir selbst irgendwo Probleme reinzuholen, die es nicht gibt, ja? Die einfach nur entstanden sind durch deine Person. Aber du hast bei deinem Gegenüber definitiv, wie man sieht, etwas bewirkt. Wir haben hier 10 der Stäbe. Sehr viel hast du hier gelassen, ja? Auch wieder fast Aufopferung deiner Person für dein Leben. Seitdem diese Person nicht mehr da ist, hast du das Gefühl, du kommst auch nicht mehr ein Stück vorwärts. Die ganze Energie, die du hier reingesteckt hast für dein Gegenüber oder in die Beziehung generell, hat dich Kraft gekostet. Hast du aber gerne gegeben. I wish for a different result. Ja, du hast jetzt alles abbekommen. Ja, du hast das Gefühl, du hast den Sog hier abbekommen. Wir haben hier die Fischer-Energie, das Arkanum der Mond. Sehr viele dunkle Seiten, sehr viele Schattenthemen, mit denen du dich beschäftigst. Du kennst die Schattenthemen deines Gegenübers, weil du dir bewusst bist, ja? Hier kommt vielleicht auch wieder das Modell hoch, solange ich es nicht schwarz auf weiß habe, werde ich niemals damit abschließen können. Deswegen habe ich gesagt, wie lange willst du hier auf dieses Ergebnis warten, ja? Erschaffe dir dein eigenes Puzzleteil, damit du hier abschließen kannst, zumindest für dich. Es muss sich ja nur für dich logisch anhören. Und hier liegt einfach jemand, den du mit deiner Kraft einfach auch gebrochen hast, ja? Und das hört sich ein bisschen doof an, aber du hast ihn mit deiner Kraft, mit deiner Emotion, mit deiner sensiblen Art geschafft zu brechen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war bei deinem Gegenüber wahrscheinlich wirklich sehr nötig, ja? Ein anderer hat es bis dato nicht geschafft. Dein Gegenüber, ist sie irgendwo mit dir verbunden, weiß, von wem das kam, von wo das kommt und ist ja deswegen auch einfach mal verschwunden, ja? Und weil man wahrscheinlich im Unterbewusstsein auch wieder so eine Dankbarkeit spürt zu fühlen und das ja auch genossen hat bei dir, schämt man sich wahrscheinlich umso mehr, vor deine Augen zu treten und zu sagen, hey, was hast denn du mit mir gemacht, ja? Du hast mich hier gebrochen mit deiner Stärke. All das, was ich nicht einsortieren konnte, wo ich verloren war, wo ich vergessen wurde als Kind, wie auch immer, ja. Du, ich kann dir nur den Tipp geben, wenn ich hier den Mond sehe, musst schnellstens hier raus aus der Energie, damit du wieder deine Sonne bekommst, ja. Weil du hängst hier komplett in einem Prozess drin, der nur noch mit deinem Gegenüber zu tun hat und nicht mehr mit dir, ja. Du verstehst es einfach nicht, ja. Du musst hier schnellstens aus diesem Prozess und darfst dich nicht mehr auf dein Gegenüber konzentrieren, sondern dreh dich bitte um. Hinter dir liegt deine Fülle, ja? Da seht ihr, dass die zwei Kelche noch stehen. Aber du orientierst dich hier gerade wirklich logischerweise aus Trauer und Unverständnis, wahrscheinlich mehr Unverständnis, auf das, was passiert ist, was du nicht erklären kannst, ja, was du auch nicht erklärt bekommst, aber dafür bin ich ja da. Und ihr merkt ja durch den Impuls, ob das hier schon so ein bisschen hinhauen kann. Es sind ja jeden Tag verschiedene Leute, ja. Wir gehen mal in das Herz deines Gegenübers. Vielleicht sehen wir hier Angaben, hier ist auch wieder die Arbeitskarte, ablenken, ablenken, produktiv sein. Ich erschaffe, was ich sehen kann, ich erschaffe, was ich darstellen kann. Hier wurde man wahrscheinlich als Kind so erzogen, hast du was, bist du was, ja, so nach dem Motto. Und hier kommt's rein. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht das, was mich befriedigt, ja. Das ist nicht das mit dem Machen und Tun. Hier kann jemand liegen, der völlig überarbeitet ist, der an die Grenze gekommen ist in eurer Beziehung, weil du eben die Weichheit reingebracht hast. Hier hat man gemerkt, ich muss gar nicht arbeiten für Anerkennung. Ich muss nicht immer nur machen, machen, machen. Produktiv sein. Hier merkt man, in diesem neuen Kapitel mit dir muss irgendwas Neues angefangen haben. Hier kam der Schmerz hoch, ja, mit neuen der Schwerter. Hier ist es wirklich vom Gefühl her, mein Gott, ich habe mich verloren, ja, warum tut das weh? Der neue Abschnitt, ich fühle mich verloren. Opa, ich fühle oder fühlte mich verloren.
Hier kommt man rein. Du wirst hier Tendenzen aufgegeben haben oder auch Aufgaben, unbewusst Aufgaben deinem Gegenüber gegeben haben. Du musst für dich selbst da sein, ja. In allererster Linie könnte hier sowas gekommen sein, wie du kannst dich immer für andere da sein oder die Zeit für andere investieren. Denk an dich, ja. Das hast du aber gemacht, weil du intuitiv hier mit der hohen Priesterin, alleine wenn du es nicht mal ausgesprochen hast, hast du dir deinem Gegen- oder hier deinem Gegenüber versucht zu vermitteln, es ist dein Leben, ja. Das musst du für dich machen. Dieses Räum in deinem Leben auf. Du musst aufräumen. Du kannst dich immer wegrennen. Hier kommt die Weisheit rein, ja? Du kannst nicht immer wegrennen. Königin der Münzen. Dein Gegenüber weiß, hier muss man Gang zurücktreten. Mit allem Machen, Handeln, Tun. Aufmerksamkeit suchen übers Produktive, übers Machen. Über nicht mal großartig mehr nachdenken, sehr viel Kraft im Machen, umsetzen, ja? Ackern, 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 präsent sein, sich zeigen. Und wir haben hier den König der Kälte. Im Herzen würde man dir sagen, es geht hier nicht um die Stärke der Liebe, damit hat es gar nichts zu tun. Man fühlt immer noch für dich, wenn nicht sogar liebt für dich, ja? Aber wo ist meine Selbstliebe? Die hast du mir zurückgegeben, könnte das Herz deines Gegenübers hier sprechen. Die Selbstliebe hast du mir letzten Endes zurückgegeben und das hat deinem Gegenüber hier Angst gemacht. Man ist hier in der starken Energie drin, das fühlt man, ja. Man hat für dich Gefühl, man würde auch die Hand ins Feuer legen, dass du einfach präsent bist im Herzen. Eine gewisse Dankbarkeit. Bei dir im Herzen haben wir drei der Münzen. Ja, bei dir sieht es nämlich so aus, ja. Du fühlst lieber, bevor du was machst. Du machst deine Sachen ordentlich, aber du lässt sie wachsen, du lässt sie langsam angehen. Du hast hier wirklich Geduld in Sachen, wenn du helfen musst oder sollst, nimmst du dir die Zeit der Welt für deinen Gegenüber, den du liebst, lieben willst, kennst, ja. Welche ist denn das? Welche wollen hier nicht rein? Ja. Und du denkst dir manchmal, vielleicht war genau das der Fehler, ja? Warum habe ich hier so lange dran geklebt? Warum habe ich sehr viel Aufmerksamkeit meinem Gegenüber geschenkt, der es nicht verstanden hat, dass ich nur Gutes wollte, ja? Du hast dich hier verpflichtet, Geduld zu haben, dich in Geduld zu üben, die dir selbst vielleicht oftmals im Leben gefehlt hat, aber für dein Gegenüber hattest du mit drei der Münzen hier wirklich sehr viel Geduld und du bedauerst das mittlerweile im Herzen, ob das so richtig war, ja? Dein ganzes Gefühl, deine ganze Zeit deines Lebens hier für diesen Menschen zu investieren, aber ich kann dir sagen, ja, irgendwann kommt der Punkt, wo du selbst sagst, mehr kannst du nicht tun, ja? Dieser Mensch wird nicht mit einer Leichtigkeit einen Menschen finden, der so viel Geduld und Rücksichtsnahme auf andere Personen hat wie du. Wir haben hier, für dich ist es hier gekommen, ja? Du hoffst vielleicht noch auf ein paar Botschaften, vielleicht sind ein paar Nachrichten noch gefallen oder ein paar, ich bin noch da, ja, so ein paar Eilmeldungen. Aber du weißt für dich selbst, du musst das Ganze jetzt verlassen, ja? Emotional kannst du es nicht verstehen, wirst du auch nie, weil es ist ein Gefühl, deine Emotionalität oder das Empathische, was du hier aufweist, kannst du es mit dem Verstand nicht zu erklären. Ja, das ist ein Gefühl, das ist ein Zustand, in dem du drin bist und du veränderst diesen Zustand jetzt. Du bist bereit, es könnten vielleicht auch Botschaften noch kommen, die würdest du annehmen, du entscheidest aber dann, ja. Du musst dich hier abwenden. Du hast hier noch andere Aufgaben, wo dein Leben oder du dich selbst brauchst, andere Menschen dich brauchen, andere Menschen das bei dir schätzen würden, aber du wärst nicht abgeneigt, wenn hier kleine Nachrichten reinkommen würden, die dich hier weiterhelfen. Da bist du für offen. Trotzdem merkst du, du musst jetzt diese emotionale Linie verlassen, weil die mit dem Verstand gar nichts zu tun hat, ja? Und, aua, oh, krieg ich ihn selbst ab. Steinbock-Energie, der Teufel. Wenn du das nicht machst, sitzt du im Teufelskreis noch schlimmer als vorher. Du entlöst dich hier aber, indem du verstehst, der Verstand hat nichts mit Empathie zu tun, ja? Du entkettest dich hier. Hier könnten Süchte auch wieder drin stecken, dass dir vielleicht bei deinem Gegenüber oder von dir bewusst wird, Süchte jeglicher Art kannst du nicht aufhalten, ja? Da spielt wirklich der Teufel mit. Da kannst du noch so wollen und Kraft haben und Geduld haben. Süchte kannst du hier nicht aufhalten. Das sind veränderte, manipulierte, künstliche, unnatürliche Energien, gegen die kommst du nicht an, ja? Und eben auch die Energie. Du weißt, du kommst dagegen nicht an, solange dein Gegenüber hier nicht versteht, es ist
eine Stärke, auch zurückzukommen und sich zu stellen. Aber hier rennt man ja praktisch vor sich selbst weg. In der Tendenz, wir haben hier, oh, ich muss wieder Liebe machen, jeder weiß Bescheid, meine Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, Schütze, Energie. Dein Gegenüber wird bestenfalls hier verstehen, hier muss ich wieder was durch dieses Ungerechte einschaukeln, sonst verliere ich irgendwas. Ja? Hier hat man so übertrieben, dass man hier selbst schon die Mäßigkeit wieder sucht, um sich zu fangen. Das wird hier sehr stark in der Energie reinkommen und man wird das machen. Man wird sich aber mehr um diese Mäßigkeit kümmern. Ja? Man wird jetzt nicht mehr so, wie man es gemacht hat, sich ablenken, sondern man wird machen, um... Man vermisst wahrscheinlich diese weiblichen Energien wieder, die Anteile, ja, dieses Weiche, dieses Vertrauen. Man sucht den Weg, man ist in der Wegfindung, man ist in der Selbstfindung, ja. Es geht hier bei dem Machen nicht ums Herstellen oder produktiv sein, sondern man sucht mit dem Wagen der Krebsenergie wirklich wieder zu sich. Wo führe ich mich wieder zurück, ja? Wo finde ich mich selbst wieder? Weil hier hat man sich ja verloren. Man sucht den Weg mit dem Wagen. Und was haben wir noch? Hier hat man sich was vorgemacht, ja. Man wird in die Auflösung kommen, oh Gott, ich liege hier in einem Haufen von Unehrlichkeit. Ich habe gelogen, dein Gegenüber gibt zu oder wird auch die Lügen erkennen. Das war nicht fair, ja. Sechs der Münzen. Wir haben sehr viel Balance hier drin mit der Mäßigkeit. Ihr wisst, das ist meine absolute Lieblingskarte. Alles, was im Maß ist, wird man überstehen für immer und ewig. Und alles, was in Massen kommt, der eine übertreibt es, der andere nicht. Der gibt zu wenig, der zu viel, haut einfach nicht hin, ja? Wir müssen hier in der Balance bleiben. Und dein Gegenüber hat hier wirklich ein Balanceproblem. Alleine schon mit der Gleichberechtigung. Na, das auch, ja. Es wäre schön, wenn man gleichberechtigt hier gewesen wäre oder gehandelt hätte. Das hättest du dir gerne gewünscht oder würdest du gerne haben. Die Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit, Balance halten, das ist alles ein Akt. Für mich der Wagen auch immer mit Balance, ja. Welchen Weg nehme ich, ohne dass ich den anderen verurteile? Ich muss einfach nur den Weg gehen und durchziehen. Ich werde merken, ob es der richtige oder der falsche war, ja. Aber egal wie, es gibt irgendwo... Vielleicht keinen falschen, aber einen Weg, der mir Erkenntnisse bringt, der schwerer ist als der andere. Das wird man hier verstehen mit sieben der Schwerter. Ja? Hier hat man sich selbst was vorgemacht. Hier kriegt man wahrscheinlich immer so eine Flut Anfälle. So alles versteht man hier nicht, weil eben auch im Leben sehr viel gelogen wurde. Vielleicht hat dein Gegenüber auch Sachen als Erwachsener offenbart bekommen, die eben nicht so wie in der Kindheit schienen. Und dadurch hat man wirklich ein Wahrnehmungsproblem. Ja? Man ist hier... In der Energie, dass man hofft, man wird wieder auf den richtigen Weg kommen, sich einzuschaukeln. Es könnte auch sein, dass hier irgendwas von außen reinkommt, was dein Gegenüber hier wieder ebnet, ja, und sagt, ey, halt mir jetzt den Ball flach. Oder es könnte hier irgendwas reinrutschen, wo dein Gegenüber gar keine Möglichkeit hat, hier sich zu erden, ja, aber mit einer Grundbalance. Wir gehen mal weiter. Was würde man zu dir sagen? Entschuldigung. Entschuldigung, würde man sagen. Ich quatsch so, wie es mir vorstellen könnte. Tut mir leid, Entschuldigung, ja? Ich hab's einfach in meiner Wahrnehmung nicht gesehen. Ich bin hier übergeschnappt. Ich hatte Wahrnehmungsprobleme. Ich habe die Mäßigkeit in vollen Zügen übertrieben, ja? Ich habe in Massen leben wollen. Ich wollte mich ablenken. Und ich habe dich hier nicht mehr gesehen, ja? Alles. Das konnte ich nicht mehr fühlen, sehen. Entschuldigung, sagt hier einer. Wenn du wüsstest, ja, die Zwillingsenergie, die Liebenden. Wenn du wüsstest, was ich fühle. Wenn du wüsstest, wo ich hinkomme, dass ich weiß, dass wir eine starke Verbundenheit hatten. Und wenn du wüsstest, wie leid mir das tut, dass es dadurch zum Ausgekommen ist, ja. Aber ich habe mich einfach verloren. Haben wir noch die Skorpionenergie und die Selbstverletzung. Hier bereut jemand zutiefst, ja, dass man hier wirklich gefallen ist und sich selbst verletzt hat. Gehen wir mal bei dir in die Tendenz rein. Dein Puzzleteil. Nein, Mann, fang doch. Page der
Kelche. Es könnte sein, dass du wieder offen bist für andere Menschen, ja, dass du hier zumindest probierst. Es könnte sein, dass dir andere Menschen hier aufhelfen. Es muss nichts Ernstes hier draus werden, aber du scheust zumindest den Kontakt nicht. Dir wird gezeigt, dass du ein wertvoller Mensch bist, ja. Hier möchte man auf dich auch nicht verzichten. Hier geht's so ein bisschen in die Freiheit rein, in die Freiheit los. Ich habe das Gefühl, ihr wollt nicht so richtig anfangen, ne? Ihr schmeißt alles unter den Tisch. Ja, so ein bisschen hast du das Gefühl, ach, wenn ich doch nur wüsste, wann, ja? Kann mir das bitte jemand sagen? Du hast immer so ein Gefühl, oh, ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, ja? Da kann ich dir sagen, das wirst du merken, weil dir wahrscheinlich die Anteile des Gefühls hier fehlen. Die kommen aber von außen rein. Alles andere wirst du besitzen, ja? Schwert, Stab und Münzenergie, kein Ding mit dem Magier. Aber dadurch, dass dir dieses Gefühl fehlt, die ersten Schritte zu machen, wird das hier noch dazukommen und du kannst die ganzen Formeln ausleben. Du findest hier durch andere Menschen, durch schönere Energien wieder dein Weg zurück, ja? Und dieser Weg wird dir sagen, so wie es war, funktioniert es nicht, ja? Da hast du dir selbst was vorgemacht. So wie es einfach war, kannst du nicht auf die Sicherheit trauen deines Gegenübers. Du würdest immer Angst haben, dass hier jemand wegflitzt mit vier der Stäbe. Du brauchst jemanden, der dich trägt, ja? Und dadurch, dass dir das Puzzleteil gefehlt hat, siehst du hier diese Scheinwelt. Es wäre nicht dazu gekommen, dass etwas tragbar ist. Es wäre schön, das ist dein Wunschgedanke, dein Traum, aber das wird dir hier bewusst, ja? Mit Sicherheit und Stabilität oder mit dem Erfolg, dass ihr das zusammen meistert, hat das nichts mehr zu tun. Dir sind wahrscheinlich auch öfter mal Sachen zu Ohren oder zur Erscheinung getreten, die du vielleicht bis heute vergessen hast, ja, wo du dir sagst, so Mensch, stimmt, die gab es ja auch noch. Ja, deine Stärke wird zurückkommen mit der Löwenenergie, Mensch, also wir haben ja astrologisch hier fast alles drin heute. Die Stärke wird zurückkommen, die hat man dir wirklich genommen, das ist auch dein Puzzleteil, glaube ich, das fehlende Puzzleteil mit der Stärke und du entscheidest dich, egal was kommt, immer für die Harmonie. Und wenn da jemand nicht mitziehen will, dann kannst du nichts für, ja? Du möchtest in Harmonie leben und du möchtest aber hier nicht in Bilderrahmen reinpassen, die ausgeschnitten sind, ja? Oder in Fotos. Musst du dir vorstellen, ihr habt ein Foto und du bist einfach draußen, ja? Dein Kopf fehlt. Oder eben der Kopf von deinem Gegenüber ist ausgeschnitten oder schwarz. Du musst für dich entscheiden. Das ergibt für dich nicht das Bild, was du leben möchtest, was du mit diesem Menschen leben wolltest in der Zukunft, ja? Deswegen wirst du hier in die Stärke kommen und für dich selbst entscheiden. Alles, was zählt, ist für dich zusammen, das Miteinander in Harmonie und nicht gegeneinander in Stress und empathielosen Menschen begegnen, jeder für sich selbst. Vielleicht wurdest du ja auch getrimmt, nur noch für dich selbst zu leben. Ja, du hast immer mehr gemerkt, irgendwie ist ein Beisammensein überhaupt nicht mehr hier möglich. Aber du sehnst dich hier nach dem Gefühl, ja. Wo das fehlende Puzzleteil einfach ist, Gefühl. Hier gibt es noch Gefühl durch andere Menschen. Und nicht nur dieser eine Mensch. Aber dir fehlt eben das Puzzle, ja. So, ich belasse das jetzt erstmal so. Eine Auffangkarte für euch, ihr Lieben. Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Probier es aus, ja, hier ist es. Ausprobieren, deine Träume weisen dir den Weg und deine Träume ist Harmonie. Das fehlt dir, ja, das Puzzleteil. Es kann nicht ein einzelner Mensch dein komplettes Wunschdenken oder Gefühl weggenommen haben, auch wenn sich das so anfühlt. Aber probier es einfach aus und lass dich von anderen oder lass dich wieder auf die Welt ein der Lebenden, ja? Die noch da sind, die sich nicht verloren haben. Dein Gegenüber macht hier wirklich einen Prozess durch und wird hier erkennen, ich hab's dir gesagt, ja, ich habe mich verloren. Wir haben hier, es war ein Seelenweg für dich und das gehört auch zu deinem Seelenplan, ja, den du erkennen solltest. Oh, ist die schön, oder? Du kannst hier ganz gerade in den Spiegel gucken. Du hast hier nichts zu Schulden kommen lassen. Du hast gegeben, was du geben kannst, das Beste. Aber du hast hier jemanden getroffen auf deinem Seelenweg, der eine Prüfung in deinem Seelenplan war. Aber es gehört auch zu deiner Weiterentwicklung, ja? Nur durch so einen Menschen weißt du, was du wirklich leben möchtest und was nicht. Das ist das fehlende Puzzlestück, was du hier wieder reinsetzt, ihr Lieben, ja?
So, abgegongt, ihr Lieben. Heilung, genug für euch von Raphael. Liebe von Micha, von Micha, der Mischer, von Michael, Erzengel Michael. Die Essenzen, oh, die riechen so schön, ja. Bei Tüpfe hier mit Liebe. So, muss man aufpassen, wie viel ich hier sprühe am Tag. Bleibt gesund, ja. Das ist hier eine Tücke, Entschuldigung, was hier ein bisschen bedacht werden sollte, ja. Ich sag's nur vorsichtig, weil krankheitsbedingt, gerade kollektiv, um Gottes Willen. Aber das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich diesen Impuls hatte vorhin bei der Karte. Das ist eine Wichtigkeit, auf die legt ihr bitte ein Augenmerk ganz, ganz stark. Und alles andere müsstet ihr verstanden haben, wenn ihr hier resonieren konntet. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Auch wenn immer in den Kommentaren Fragen kommen oder, nee, es war fast so, es ist nicht eure Legung. Ich weiß nicht, wie oft ich mich wiederholen soll. Guckt euch keine Legung an, wenn ihr reinschreibt, es war nicht so, das war eher so, ich habe ihn nicht verlassen, er hat mich verlassen, ich war diejenige, die verlassen hat, dann ist das nicht eure Legung. Versaut euch bitte nicht mit einem Trugbild eine Legung, die nicht für euch passend ist. Akzeptiert, das soll nicht schimpfen drüber kommen, sondern ein bisschen belehrend, aber nur für euch zum Guten. Zieht keine Fremdenergie aus diesen Karten, wenn hier Punkte stimmen, die für mich wichtig wären, ja? Ach so, ich wurde verlassen. Nee, dann stimmt ja die Legung nicht. Filtert euch nicht die Sachen raus, die für euch nicht in Frage kommen. Erkenntnisse ist nochmal was ganz anderes, ja? Aber ich bitte darum, erzählt und schreibt mir bitte nicht in den Kommentaren, dass gewisse Sachen ich nicht gesehen habe, weil sie andersrum waren. Bullshit, ja? Es gibt Menschen, bei denen war der Prozess so und diese Menschen liegen bei mir auf dem Tisch. Und da müsst ihr auch da mal die Reißleine ziehen und sagen, stopp, ich erkenne an, ich spiele nicht den Hauptmittelpunkt auf der ganzen Erde. Das heißt, es kann auch nicht immer deine Legung sein. Ihr müsst über 90%, ich bin ja schon mit der Prozentzahl höher gegangen, unbedingt resonieren, ja, ansonsten hilft es euch doch nicht, es sei denn, ihr nehmt die Impulse nur. Aber redet euch bitte hier nicht schön, dass mit einem leichten Hohn noch im Text, macht es, ja. Also mich stört es nicht, aber ich sag's nur als Warnung raus. Man könnte sich schneller etwas vormachen und umdrehen und verdrehen, wo man auch in der Zukunft nicht draus lernen wird und im Kreis des Teufels rumrennt, ja. Ihr müsst schon anerkennen, okay, heute war ich nicht dran, kann ja auch nicht immer sein, ja. Ich kann nicht jeden Tag die gleiche, es kann nicht sein, dass jeden Tag die gleiche Energie einfach hier von dem Gegenüber rausspringt, den ihr ein Jahr lang guckt, ja. Die Impulse und das, was vielleicht passiert, könnte gleich sein. Aber korrigiert euch im Text bitte nicht die Legung zusammen, ja, sondern seht es ein, oh, da haben andere Menschen auch den gleichen Prozess fast gemacht wie ich. Aber es scheint irgendwie eine andere Seele gewesen zu sein. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Nehmt euch nur das mit raus, was ihr braucht. Ansonsten, sobald hier eine Unstimmigkeit fällt, die eine Wichtigkeit hier in dieser Legung bedeutet, verschaukelt euch selbst nicht. Ja? Sonst habt ihr 7 der Schwerter genauso bei euch liegen wie derjenige bei sich. Ja? Und am Ende des Tages 10 der Schwerter. So. Wird keiner glücklich von, ja? Ich weiß, die meisten verstehen das hier. So, ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Tschüssi.